Ja, grüß Gott und herzlich willkommen hier in Neuzelle. Wir haben das Evangelium vor uns vom 5. Fastensonntag, Lesejahr A. Ich will am Anfang wieder mit einem Gebet beginnen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir immer mehr erkennen, wer wir sind, zu was wir berufen sind, dass wir dazu berufen sind, ja große Wunder zu erleben, dass du uns herausrufst aus den Höhlen, aus den Gräbern unseres Lebens hinein in deine Wirklichkeit, hinein in deine Liebe. Öffne uns und ja, stärke uns und befreie uns, wo wir tot sind, wo unser Glauben da niederliegt, wo unser Glauben modrig ist, wo unser Glauben im Graben ist, und erneuere unseren Glauben, erneuere unser Herz dort, wo es tot ist, wo es begraben ist, und lass es auferstehen in deine Herrlichkeit. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ihr Lieben, wir hören das Evangelium vom Lazarus und ich werde es mal vorlesen. In jener Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die dem Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, der ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen und nun gehst du wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von einem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war. Denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, Zwilling, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 50 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen, Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm:
Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wohin habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann auch nicht verhindern können, dass dieser starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und ging zum Grab. Es war eine Höhle mit einem Stein verschlossen. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer hörst, aber wegen der Menge, die um mich herumsteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Ihr Lieben, was für ein langes Evangelium. Was für ein langes Evangelium, aber ein sehr, sehr schönes Evangelium. Ich möchte mit euch heute einen kleinen Ausflug machen, mal anhand dieses Evangeliums zu etwas, was ja vielleicht heutzutage nicht mehr so klar ist in vielen Bereichen oder was zumindest viele von euch wahrscheinlich noch nicht so gehört haben. Und zwar hat die Heilige Schrift immer verschiedene Schriftsinne. Man könnte sagen, verschiedene Aussagen. Wenn wir jetzt selbst eine irdische Geschichte hat das, also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bericht über einen Menschen hören, der etwas Gutes getan hat, dann hat es eine historische Ebene, weil das anscheinend wirklich so passiert ist. Und dann hat es aber auch eine moralische Ebene, nämlich dass wir vielleicht was davon lernen können, für unser moralisches Dasein, was wir tun oder lassen sollen. Die alte Kirche, die Kirchenväter kennen vier Schriftsinne. Der erste ist der historische, der buchstäbliche. Das zweite ist der allegorische, über die Glaubenswirklichkeit. Der dritte ist der moralische und über die Handlungsweisen, über das, was wir tun sollen. Und der anagogische ist der Ausdruck unserer Hoffnung in Bezug auf die Ewigkeit, was wir hoffen dürfen. Ich sage es nochmal, buchstäblicher Sinn, historischer Sinn, dann der allegorische Sinn, der bildliche Sinn sozusagen, dann der moralische Sinn, was wir tun oder lassen sollen, und dann der anagogische Sinn, was wir hoffen können in Bezug auf die Ewigkeit. Und das möchte ich jetzt mal in dieser Geschichte der Auferweckung des Lazarus mit euch durchgehen. Was ist der buchstäbliche Sinn? Der buchstäbliche Sinn ist der einfachste, nämlich die Geschichte. Wir wissen, dass die Evangelien historisch gesehen manche Sachen, also manche Abläufe im Leben Jesu unterschiedlich darstellen. Sie ordnen die Geschichten unterschiedlich an. Sie sprechen über die Auferstehung teilweise leicht unterschiedlich. Sie lassen manches aus und manche haben da mehr drin, manche haben weniger Geschichten drin sozusagen. Also es gibt da Unterschiede. Es ist nicht ganz korrekt angeordnet alles, es ist nicht ganz korrekt sozusagen, die Zitate stimmen nicht immer ganz überein. Aber eins ist allen Evangelien gleich, sie wollen eine historisch korrekte Erzählung machen. Das heißt, sie wollen wirklich in Bezug auf Jesus die Wahrheit sagen. Und da gibt es gewisse Eckpunkte, also das, was er getan hat an Wundern, das, was er in seiner Auferstehung getan hat, das, was er in seinen Heilungen getan hat, das sehen die Evangelien als historische Tatsache. Das sehe ich persönlich auch als historische Tatsache.
Natürlich sind es dann durch die Persönlichkeit, nämlich der Evangelisten, aufgeschriebene Texte. Dadurch sind sie auch persönlich gefärbt und unterschiedlich. Das heißt nicht verfälscht, aber unterschiedlich. Wenn wir alle, die wir jetzt vor dem Fernseher sitzen, alle mit Jesus unterwegs wären, in Deutschland heutzutage, würden wir alle unterschiedliche Facetten aus diesem Leben mit Jesus erzählen. Und so ist es auch bei den Evangelien. Das heißt aber nicht, dadurch, dass es persönlich gefärbt ist, dass es nicht historisch korrekt ist. Und da komme ich zu einem wichtigen Punkt. Ich glaube, dass dieses Evangelium wirklich historische Tatsachen beinhaltet. Ob die immer minutiös so passiert sind, wie es im Evangelium steht, das weiß nur Jesus. Aber dass sie passiert sind, dass Jesus den Lazarus auferweckt hat, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus gekreuzigt wurde, dass Jesus seinen Jüngern erschienen ist, das ist für mich eine Tatsache. Denn die Jünger und die Apostel, erstens, weil ich es erlebt habe, dass Jesus das kann, aber die Jünger und die Apostel sagen auch, das, was wir erlebt, was wir gesehen, was wir mit unseren Händen angegriffen haben, das verkünden wir Jesus Christus. Also es gibt diese historische, den historischen, den buchstäblichen Sinn. Also das, wenn wir das Evangelium so lesen, dann beten wir einfach um Glauben, dass wir glauben und annehmen können, dass das so passiert ist. Das ist der erste Schriftsinn. Der zweite Schriftsinn ist, was sollen wir tun? Handlungsanweisung. Eine Handlungsanweisung. Die moralische Schriftsinn. Erste war der buchstäblich-historische, zweites der moralische. Was soll ich tun? Wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann ist etwas, was man kann tausende Sachen rausziehen, die wir tun sollen aus dieser Geschichte. Aber ich möchte jetzt einfach mal eins aufgreifen, damit ihr wisst, was mit dem moralischen Schriftsinn gemeint ist. Jesus weint mit den Menschen. Und das ist so etwas, wo ich mir bei dieser Geschichte, wenn ich die lese, bei dieser Erfahrung, bei diesem Wunder, das Jesus gewirkt hat, dann denke ich mir, ja, wenn es mir schlecht geht, dort, wo ich meine Gräber habe, dort, wo ich in meinem Herzen meine verborgenen, modernden und vielleicht auch schon stinkenden Gräber habe, da will Jesus mit mir mitweinen und sie öffnen. Aber ich denke mir auch, er will mir auch den Angst vor dem Tod nehmen. Er will mir auch zeigen, dass er stärker ist. Er will mir zeigen, dass er mit mir mitweint, dass er beim Verlust von geliebten Menschen mit mir mitweint, dass er in allem mit uns mitweint, dass er wirklich da ist. Aber er will uns auch sagen, Mensch, in dieser Geschichte zeige ich euch, dass ich größer bin als all das. Ja, ich weine mit euch mit, ja, ich verstehe eure menschlichen Schmerzen, aber meine Wahrheit, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung des Lebens, sagt Jesus. Also er ist größer. Die Wahrheit Jesu ist trotzdem größer als unsere Sorgen und Emotionen. Und daran, an dieser Wahrheit Jesu, können wir Heilung finden. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, moralischen Schriftsinn. Was sollen wir tun? Wir sollen uns wirklich vorstellen in den Situationen, wo wir einsam sind, wo wir verlassen sind, wo wir Gräber in unserem Herzen, in unserem Leben haben, dass Jesus mit uns weint und da hineingeht und das alles zum Leben erweckt. Das sollen wir tun. Das wäre zum moralischen Schriftsinn. Also erster war historisch, buchstäblich. Zweiter war moralisch, was soll ich tun? Der dritte ist anagogisch. Allegorisch. Das heißt bildlich gesprochen. Über die Glaubenswirklichkeit. Wenn wir jetzt das allegorisch anschauen, wenn wir überlegen, was Jesus uns mit diesem Gleichnis über die Glaubenswirklichkeit sagen will, dann fallen auch da tausend verschiedene Sachen ein. Aber wenn wir jetzt das Gleichnis anschauen, dann ist es doch, dann ist doch das Wichtigste, was er über unsere Glaubenswirklichkeit aussagt, dass er eine ganz unterschiedliche Sichtweise auf unser Leben hat. Also Jesus Sicht auf unser Leben ist immer größer. Während wir denken, der Mensch ist gestorben, der Mensch ist weg, sagt Jesus, der ist nur eingeschlafen. Ich werde die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar werden lassen. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Und das finde ich so stark oder so bezeichnend, dass Jesus Christus in einer ganz anderen Weise auf mein Leben schaut. Dass Jesus Christus in einer ganz anderen Weise auf das schaut, was mir widerfährt und dass ich mich von dieser Wirklichkeit auch treffen lassen kann.
Das ist jetzt zum Beispiel, wo ich sagen würde, das ist allegorisch. Was auch allegorisch ist, ist schon, dass das natürlich das in diesen Symbolik, dass Jesus in das Grab hineinsteigt und sagt, Lazarus, komm heraus, dass er da auch in unsere Gräber unseres Lebens hineinsteigt. Wir gerade bei moralischen Schriftsinn, was sollen wir tun, schon auch ein bisschen angedeutet. Ja. Aber er steigt hinab in unsere Gräber, dort, wo wir unsere Probleme haben. Überleg wirklich mal, wo ist dein Grab und lass ihn hinabsteigen. Und Jesus ist wirklich gekommen, um von den Toten aufzuerwecken. All das, was in uns tot ist, aufzuwecken. Das ist der allegorische Schriftsinn. Jetzt kommt der anagogische Schriftsinn. Was darf ich hoffen? Was darf ich in Bezug auf die Ewigkeit hoffen? Und da ist das natürlich einfach so, dass es unglaublich stark, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und deswegen darf ich hoffen, dass ich in meinem Tod nicht vergebens gelebt habe, sondern alles zu Jesus geht. Das ist der vierte Schriftsinn. Ich darf hoffen, dass dieser Jesus, den ich dann im Himmel begegne, mit mir mitgeweint hat mein ganzes Leben. Und ich mich immer wieder aus den Gräbern gerufen hat und mich dann dort als dieser liebende Freund, als der sich da offenbart, begegnet. Das ist das, was dürfen wir hoffen. Anagogischer Schriftsinn. Also nochmal, der historische Schriftsinn wäre, dass es so passiert. Das ist der erste Schriftsinn. Der zweite Schriftsinn ist der moralische. Was soll ich tun? Ich soll Jesus anrufen in meinen Notsituationen. Ich soll ihn rufen und glauben, dass er stärker ist. Ich soll ihn in meine Gräber hineinlassen. Das dritte ist der allegorische Schriftsinn. Was sagt es über die Glaubenswirklichkeit auf? Das sagt, dass Jesus bildlich gesprochen ist, in unsere Gräber hineinsteigt und uns herausruft aus unseren, ja, aus unserem Gestank, aus unseren Problemen, aus unseren schlimmen Erfahrungen und mit uns mitweint, aber auch uns an seiner Wahrheit heilt. Und das vierte ist der anagogische Schriftsinn. Was dürfen wir hoffen? Und da dürfen wir hoffen, dass Jesus stärker ist als der Tod und uns am Ende unseres Lebens zu sich nehmen wird. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gott liebt euch.